Hi, ich bin Ricardo. Schön, dass ihr wieder auf unserem Kanal vorbeischaut. Und heute lohnt es sich besonders, denn es geht um ein Auto, das ich persönlich tatsächlich auch sehr gerne selbst im Abo hätte. Ich sage nur Mythos Schwarz Metallic. Doch bevor es losgeht, wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Lüften wir also das Geheimnis, um welches Auto geht es heute? Neben mir seht ihr ihn schon, es geht um die Audi A3 Limousine. Ja, und ich sagte es schon, Mythos Schwarz Metallic heißt diese Lackierung. Schauen wir uns aber einmal die Details an. Was haben die Audi-Designer konkret gemacht? 2021 wurde dieses Auto überarbeitet. Ja, und markentypischer Single Frame darf natürlich bei diesem Audi nicht fehlen, der Audi Kühlergrill. Außerdem sind hier, weil wir das S-Line-Paket anbieten, dazu übrigens auch im Innenraum dann später mehr, die Kühlöffnungen, die tatsächlich eher optische Gründe haben und hier, man hört es auch, fake sind. Also Luft fließt hier nicht durch. Was natürlich ebenfalls auffällt, sind die LED-Scheinwerfer vorne wie hinten. Ein Extra, das ich euch sehr ans Herz legen kann. Wenn wir dann über die S-Line weiter sprechen und um dieses Auto herumschauen, fällt hinten auf, mythoschwarze Lackierung, dazu passt Privacy-Verglasung, heißt, die hinteren Türen sind abgedunkelt. Zusammen mit den 18 Zoll Leichtmetallrädern ergibt das Ganze ein Gesamtpaket, das, wie ich finde, rundum gelungen ist. So, jetzt wollen wir aber mal einen Blick auf den Kofferraum werfen. Der ist bei der Limousine natürlich etwas größer als beim Modellbruder, dem A3 Sportback. Denn die Limousine ist 4,50 Meter lang und damit 16 cm länger als der Modellbruder. Wenn wir reinschauen, sehen wir, rund 400 Liter Gepäckvolumen gibt Audi an. Das entspricht, wenn wir es in Getränkekisten umrechnen, 6 Kisten. Klappen wir die Rückbank um, verwandelt sich diese Limousine sogar in eine Art Kombi, denn dann passen auf einmal bis zu 1,93 Meter lange Gegenstände rein. Zu hoch dürfen die natürlich nicht sein, also eigentlich perfekt für Skier oder auch ja, ein paar kleinere Gegenstände aus dem Möbelhaus. So, jetzt geht's aber raus auf die Straße. Ich erzähle euch noch ein bisschen was, was euch innen erwartet bei dem S-Line-Paket. Und natürlich, was darf auch nicht fehlen, wir sprechen über den Motor. Im Innenraum angekommen, fällt sofort auf, dass sich die sportliche Optik von außen innen fortsetzt. Der Audi A3 fällt ja per se in die Kompaktklasse, heißt, spielt in einer Liga mit dem VW Golf. Erwartet man hier jetzt aber golftypische Elemente, sieht man sich getäuscht. Typisch Audi geht es in der Premium-Klasse 1 höher. Es wirkt sehr, sehr futuristisch, auch sicherlich etwas luxuriöser als jetzt zum Beispiel bei einem VW Golf. Außerdem, ich hatte es außen schon erwähnt, die S-Line. Die gibt es auch hier, das S-Line-Paket. Im Audi Kosmos heißt das, S-Line steht für etwas sportlicheren Look und das zeigt sich auch hier. Zum einen an den Sitzen mit dem geprägten S-Line-Logo. Die geben wirklich viel Seitenhalt und sind sehr bequem. Außerdem habe ich als Fahrer die Möglichkeit, meinen Sitz elektrisch zu verstellen und auch die Lendenwirbeleinstellungen so vorzunehmen, dass ich wirklich perfekt auch in diesen Sitz passe. S-Line findet man auch hier auf dem Lenkrad, da ist nämlich das S eingesetzt. Es ist ein Dreispeichen-Lenkrad aus Leder, fühlt sich super gut an und was mir persönlich sehr gut gefällt, sind diese Kontrastnähte. Dadurch wirkt dieses Lenkrad super, super hochwertig. Außerdem erwartet euch bei der A3 Limousine ein voll digitales Cockpit. Heißt, ihr seht Drehzahlmesser und Tachoanzeige digital vor euch. Diese Anzeige kann aber auch angepasst werden. Direkt über das Lenkrad geht ihr auf View. Dann sind
sowohl Drehzahlmesser als auch Tachoanzeige etwas kleiner dargestellt und ihr könnt über die Richtungstasten auch wählen, was in der Mitte dargestellt werden soll, zum Beispiel das Navigationssystem. Ihr könnt aber alternativ natürlich auch über das ca. 10 Zoll große Display alle Einstellungen vornehmen. Das ist im Übrigen super scharf. Gut finde ich auch, dass die Klimaanlage hier getrennt ist, also dass ich meine Temperatur nicht über ein Display einstelle, sondern über diese Knöpfe hier unten. Es ist super verständlich, sofort ist jedem klar, wie man es macht. Also das hat Audi sehr, sehr gut gemacht. Außerdem finde ich, dass das Display auf einer guten Höhe ist, hier in die Armaturentafel so ein bisschen integriert und es steht zum Fahrer hin. Das macht es sehr, sehr einfach in der Bedienung. Die Audi A3 Limousine bekommt ihr im Finn Auto Abo mit dem Audi Soundsystem. Das ist das bessere Soundsystem. Das Digitalradio hier, was verbaut ist, klingt super gut. Ihr könnt natürlich aber auch eure eigenen Playlists hören, indem ihr euer Smartphone koppelt und dann über Apple CarPlay oder Android Auto eure Lieblingsplaylist jederzeit hört. Optisch ist die Audi A3 Limousine ja schon sportlich, allein wegen des S-Line-Pakets. Aber nicht jeder steht auch auf sportliche Fahrweise. Das ist Audi bewusst, deswegen gibt es den Drive Select Knopf. Über den könnt ihr auch ganz individuell einstellen, wie ihr unterwegs sein wollt. Also ganz egal, ob ausgewogen, effizient oder sportlich, bei Audi habt ihr über den Drive Select Knopf immer die Wahl und könnt selbst entscheiden, wie ihr unterwegs sein wollt. Wichtiger als die Höchstgeschwindigkeit ist euch aber vielleicht der Verbrauch. Bevor wir euch die konkrete Zahl mit an die Hand geben, müssen wir erst einmal ein bisschen ausholen. Dieses Auto ist ein Mild Hybrid. Damit könnt ihr dieses Auto nicht elektrisch fahren, das muss man ganz klar sagen. Es ist kein reiner Hybrider, also kein Stecker, an den ihr irgendwo anstecken könnt. Nein, dieser Mild Hybrid unterstützt mit einem sogenannten Startriemengenerator. Wie macht er das? Bei Ampelphasen, in der Stadt, bei Stop-and-Go-Verkehr unterstützt er, sodass ihr schneller wieder vom Fleck kommt. Jetzt hatte ich euch aber die Zahl versprochen. Ja, die Zahl bekommt ihr natürlich auch. Der Verbrauch liegt hier bei ungefähr 6 Litern. Ihr habt ja außerdem ein Automatikfahrgetriebe verbaut. Das hilft per se ja auch schon beim Spritsparen. Ihr müsst aber auch nicht alles in die Hände der Automatik geben. Ihr habt die Möglichkeit, über die Schaltwippen hier am Lenkrad selbst zu entscheiden, wann ihr hochschaltet, wann ihr runterschaltet. Seid ihr aber in der Automatik unterwegs, ist ein weiteres sehr spritsparendes Feature folgendes. Der Motor schaltet sich automatisch ab, wenn ihr beispielsweise bergab fahrt und schaltet sich erst dann wieder an oder ein, wenn ihr bergauf fahrt bzw. beschleunigt. In der Phase, wo es also bergab geht, verbraucht ihr keinerlei Sprit. Das Schöne dabei ist, der Motor arbeitet komplett eigenständig und ihr bekommt davon während der Fahrt überhaupt nichts mit. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt rund um die Audi A3 Limousine, dann schreibt sie super gerne in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch ein Like oder ein Abo dalasst. Und sollte dieser Audi vielleicht noch nicht das Richtige für euch sein, kein Problem. Bei Finn findet ihr ganz, ganz viele Modelle, die wir für euch im Abo haben. Und damit kann ich nur noch sagen, ich bin raus. Ciao, euer Ricardo.